Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wie schnell das Zeit vergeht, das sieht man nicht zuletzt an den gefärbten Eiern und an den Schokihäschen in unseren Läden, die signalisieren, dass die Ostern vor der Tür steht. Mit der Coop-Zeitung dieser Woche wird außerdem ein umfangreiches Magazin verteilt. Mit allem, was an Ostern aktuell ist. Mit Tipps fürs Osternestli, stimmungsvollen Dekorationen und feinen Rezepten fürs Osteressen. Ausgesucht und zusammengestellt von unserem Gast, Armin Amrain, Chef vom Restaurant Le Club auf dem Bürgerstock. Armin, auf was können wir uns die nächsten 4 Wochen freuen? Weil die Spargelsaison angefangen hat, gibt es heute einen Vorspeis mit Spargeln, dann ein Geflügel und ein Lammgericht. Und in der Osterwoche noch einen feinen Gratin zum Dessert. Grüezi miteinander. Tönt wie immer vielversprechend. Heute jetzt also das erste Rezept, eine Spargelterrine mit Frühlingssalat. Bitte, Armin. Die Spargeln im Salzwasser, am besten in einer sättigen Pfanne garen. In Stück schneiden und im Anken kurz dünsten. Mit Mehl bestäuben und mit einem Dezi Spargelfond, den ich auf die Seite gestellt habe, aufgießen. Jetzt die Flüssigkeit auf die Hälfte einkochen. Doppelrand dazugeben und mit Salz, Geienpfeffer und Zitronensaft abschmecken. Dann mit dem Mixstab pürieren und durch einen Sieb streichen. 2 Eigelb mit dem restlichen Spargelfond im Wasserbad aufschlagen und die Spargelmasse damit binden. Eingeweichte Gelatine gut ausdrücken und drin auflösen. Zuletzt ein Stückchen darunter mischen und die Masse in einer Terrinenform über Nacht kühl stellen. Die Spargelterrine kann man mit Frühlingssalat ausgarnieren und zum Beispiel mit einer Dillsauce servieren. Danke, Armin. Zum Wachsen brauchen die Spargel leichte, sandige Böden und eine gewisse Wärme. Die ersten Spargel kommen darum aus Südspanien in unsere Läden. In der Umgebung von Badajoz in der Provinz Extremadura haben wir bei einem von unseren Lieferanten zuschauen, wie die heiklen Stangen geerntet werden. Von Natur aus wären eigentlich alle Spargel grün. Wenn man es aber durch die Erdwelle wachsen lässt, bleiben sie eben weiss. Man muss die Spargel aber stechen, bevor die Köpfe oben raus schauen. Im Licht und an der Sonne würden sie sonst schnell violett und nachher grün. Nach der aufwendigen Arbeit auf dem Feld werden die Spargel im Betrieb nach Grösse, Wuchs und Farbe vom Kopf verlesen. Die mit Fehlern werden aussortiert, die guten gewaschen und gebündelt. Und so finden Sie sie diese Woche in unseren Läden. Weisse Spargel Royal aus Spanien zum Aktionspreis von 6,50 €. Eine Gelegenheit, die man sich nicht entgehen sollte. Die verheerenden Lawinen vom vergangenen Winter sind zwar aus den Schlagzeilen verschwunden, die gewaltigen Schäden aber noch lange nicht alle behoben. Auch das Alphüttendorf Axetenberg bei Frutigen ist damals vollständig zerstört worden. Im Zeichen der Solidarität hat die Coop-Patenschaft für Berggebiet zusammen mit Falserwasser ein gemeinsames Wiederaufbauprojekt lanciert. Ein neues zentrales Alpgebäude soll entstehen. Mit Wohnungen für die betroffenen Familien, einer Käserei und Platz für Kühe und Jungtiere. Auch Sie können das Pilotprojekt unterstützen. Einfach die Wettbewerbsfrage auf der Falser-Etikette ausfüllen und bis am 30. Juni einschicken. Für jede richtige Lösung zahlen wir 10 Franken an Wiederaufbau Axetenberg und Sie können mit etwas Glück ein Wochenende im schönen Kandertal gewinnen. Kein Glück braucht es bekanntlich bei unseren Aktionen. Dort gibt es ja nur Gewinnerinnen und Gewinner. Ein Kilo Dolbananen kostet 2,40 €. Und 40 Kaffee-Rand-Portionen kommen Sie einen Franken günstiger rüber. Mit der GoProfit-Karte gibt es weisse Spargeln aus Spanien für 6,50 €. Sie wissen ja, GoProfit Plus, vorzeigen, sofort profitieren. In den 81 Filialen der Importparfümerie startet heute die grosse Frühlingsaktion. Mehr als 100 Artikel sind im Angebot und das bis zu 18 Franken günstiger. Die Aktion läuft, solange es Vorrat hat. Am besten gehen Sie also gerade morgen bei Ihrer Importparfümerie vorbei und lassen sich von Frühlingsduft und Farbe inspirieren. Über 400 Marken aus aller Welt können Sie dort in aller Ruhe ausprobieren. Ein weiterer Vorteil, den Ihnen die Importparfümerie bietet. Mit diesen Hinweisen bin ich am Schluss für heute. Danke, dass Sie Zeit hatten. Weiterhin einen schönen Abend und auf Wiedersehen.